Guten Tag, Frau Muhammad Ali. Guten Tag. Gestern kam der Brief zu Ihrem Rückzug. Wie geht es Ihnen heute damit und hätte man Sie vielleicht noch vorher umstimmen können? Also mir geht es heute gut. Ich bin froh, dass das ausgesprochen ist. Und es war für mich ja eine Entscheidung, die von meiner Überzeugung getragen war. Deswegen geht mir das heute gut damit. Sie sind sich aber schon bewusst, dass dieser Rückzug so etwas wie der Sargnagel für Ihre Partei werden könnte. Denn wenn Sie gehen, wenn noch andere gehen, dann verliert die Partei ihren Fraktionsstatus. Und ohnehin geht es der Partei ja mit rund, ich muss mal gerade noch mal gucken, 4% hat sie jetzt in den neuesten Umfragen nicht gut. Ich habe mich ja nicht aus der Partei zurückgezogen, sondern ich habe erklärt, dass ich nicht noch einmal für den Fraktionsvorsitz kandidieren werde, weil es eben auch zur Aufgabe einer Fraktionsvorsitzenden gehört, also zu Personen in herausgehobenen Positionen, ja, die Linie der Parteivorsitzenden zu vertreten. Und das ist mir immer weniger möglich gewesen. Es ist mir zum Schluss eben unmöglich gewesen. Und deswegen war es von mir nur konsequent, das jetzt so zu erklären. Ich habe aber die Partei nicht verlassen. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht wieder kandidiere. Sie haben die Partei nicht verlassen, aber das ist ja ein schwerer Brocken, den Sie da Ihrer Partei vor die Füße geworfen haben. Jemand, der nicht mehr antritt und der so Unzufriedenheit äußert wie Sie, das ist ja nicht einfach für eine Partei zu verkraften. Ja, es ist aber so, dass ich natürlich meinem Gewissen verantwortlich bin und eben zu meinen Überzeugungen stehe. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich den Kurs der Parteiführung, die eben kein klares Ja mehr sagen kann zu Friedenspolitik, die es nicht schafft, die, wie ich finde, falsche Politik der Ampelkoalition ganz klar zu verurteilen und klar macht, für wen sie eigentlich Politik machen möchte. Nämlich für die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Dass ich sage, das ist ein Kurs, den ich nicht mehr mittragen kann. Das ist keine neue Information, dass ich diese Haltung habe. Ich habe meine Haltung also nicht geändert. Ich bin in die Politik gegangen und stehe dafür bestimmte Inhalte, für die stehe ich nach wie vor. Und das deckt sich an den Stellen, die ich genannt habe, eben nicht mehr mit dem Kurs der Parteiführung. Und ja, die Schlussfolgerung daraus müssen vielleicht andere ziehen. Es wird ja jetzt auch so interpretiert, als seien Sie aus Loyalität zu Sarah Wagenknecht zurückgetreten. Was sagen Sie dazu? Ich war wirklich ausgesprochen unzufrieden mit dem Beschluss des Parteivorstandes, in dem öffentlich verkündet worden ist, dass die Zukunft der Linken eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht sei und sie auch noch aufgefordert wird, sie und auch andere ihr Mandat niederzulegen. Und ich finde das inakzeptabel. Das Mandat ist frei. Das steht so in unserem Grundgesetz. Und ich finde das nicht akzeptabel, dass die Parteiführung so eine Entscheidung gefällt hat. Leider musste ich feststellen, dass auch sehr viele Landesverbände sich diese Entscheidung zu eigen gemacht haben. Und auch das war für mich ausschlaggebend dafür, dann die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, dann stehe ich für ein so hohes Amt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Kann man vielleicht aber auch die andere Seite verstehen? Also der Parteivize Gösta Beutin hat heute gesagt, es sei eine rote Linie überschritten, wenn man die Existenz der Partei in Frage stelle, wie es Frau Wagenknecht ja zum Beispiel getan hat. Ich teile diese Sichtweise nicht, weil ich verstehe nicht, wo Sarah Wagenknecht die Existenz der Linken in Frage gestellt Naja, hat. Die sie hat Linke ja ist eine gesagt, sie will Partei, die vielleicht eine neue existiert. Partei gründen. Das Sarah hat ist gesagt, dass sie bestimmte Positionen nicht teilt und sie hat auch gesagt, dass sie überlegt, in Zukunft etwas anderes zu machen. Also damit wird die Existenz der Partei nicht in Frage gestellt. Und ich finde es einfach einer Partei, die sich Pluralität auf die Fahnen geschrieben hat, in der Solidarität eigentlich mal wichtige Werte waren, finde ich es unangemessen, dann in Öffentlichkeit sich von, sag mal, auch ihrer prominentesten Person so distanzieren zu müssen. Ich finde das einfach falsch. Sie stehen vor wichtigen Wahlen. Die Politik Deutschlands steht vor wichtigen Wahlen, auch im Osten. Wenn Sie mal mit mir gemeinsam in die Zukunft blicken, was glauben Sie, wird es die Linke noch geben in anderthalb Jahren, sage ich mal, in einem Jahr? Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Was ich mir aber von Herzen wünsche, ist, dass es eine politische Kraft in Deutschland gibt, die sich konsequent einsetzt für die Belange der großen Mehrheit der Bevölkerung, die halt von der aktuellen Regierungspolitik leider vergessen wird. Wir erleben es, dass die Ampelkoalition viele Menschen im Stich lässt, dass Armut sich vergrößert, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdet ist. Durch die, wie ich finde, falsche Sanktionspolitik, aber eben auch dadurch, dass überhaupt keine vernünftige Wirtschaftsförderung stattfindet und viele, viele andere Dinge. Und hier bräuchte es dringend eine sehr laute Stimme
für die Mehrheit der Bevölkerung, für die Interessen auch der arbeitenden Bevölkerung. Diese Stimme ist meiner, war für mich lange Zeit die Linke. Im Moment sehe ich das nicht mehr, aber ich hoffe und wünsche, dass es so eine Kraft gibt, weil ich halte es für dringend notwendig. Amira Mohamed Ali war das, die ihren Rückzug aus einem führenden Amt in der Linken angekündigt hat gestern. Herzlichen Dank. Ja.